Mit einem Blick in die Praxis startete 2014 die inzwischen 16. Abwassertagung in Dresden. Gut 120 Teilnehmer der Tagung nahmen dafür das Hochwasserpumpwerk direkt an der Elbe in Augenschein. Die 2010 fertiggestellte Anlage entlastet bei Hochwasser und starken Niederschlägen die Kanalisation. Bis zu 18.000 Liter Abwasser pro Sekunde pumpt es im Ernstfall in die Elbe. Über der Erde sieht man davon nur eine futuristische Welle. Die Pumpenanlagen liegen in 3 Untergeschossen bis zu 12,50 Meter unter der Erde. In gewissem Sinne blieb man auch beim Abendprogramm unter der Erde. Der Bärenzwinger in den Festungsmauern war nicht zum ersten Mal Anlaufpunkt für ein gemütliches Get-Together. Interessante Gespräche, ein Wiedersehen mit alten Bekannten und Stimmenimitator Jörg Hammerschmidt bestimmten das Programm an diesem Abend. Letzterer sorgte auch dafür, dass unter anderem Udo Lindenberg vorbeischaute. Bei den inzwischen mehr als 90 Ausstellern zur Dresdner Abwassertagung schauten schon am Montagabend zur Eröffnung, aber vor allem am Dienstag altbekannte und mögliche neue Kunden vorbei. Noch vor Beginn des Tagungsprogramms gab es erste Gespräche an den Ständen. Den Stellenwert der Abwassertagung machte neben der steigenden Ausstellerzahl, aber auch die der Tagungsteilnehmer deutlich, mehr als 500 bei der 16. Ausgabe. Wir haben große Themen auf der Agenda, zum Beispiel das Thema Spurenstoffe, auch ein Thema, was über die Europäische Union jetzt über die Reform der Oberflächengewässerverordnung national auch Übersetzung finden wird. Kontroverse als Chance zur Veränderung. Unter diesem Titel wurde 2014 in Dresden bei der 16. Abwassertagung diskutiert. Es ging unter anderem um Themen wie zustandsorientierte oder vielleicht doch planmäßig vorbeugende Instandhaltung, Entscheidungen, die oftmals mit Investitionen und damit einem enormen finanziellen Aufwand verbunden sind. Die Experten holten sich hier Meinungen und auch Lösungsvorschläge ein. Natürlich auch, was die praktische Umsetzung betraf. Mehr als 90 Unternehmen präsentierten dafür ihre Produkte, die meisten nicht zum ersten Mal. Die Dresdner Abwassertage ist schon über viele Jahre für uns eine sehr große bedeutende Veranstaltung, die wir schon ja, ganz früh besucht haben. Wir haben durch die Fachpresse davon erfahren und wir würden uns wünschen, dass wir hier in der Region vielleicht neue Kunden gewinnen können. Wir haben auch schon wirklich sehr gute Gespräche geführt hier. Gehen Sie im Radius um Dresden herum, da ist das schon ein wichtiger Kontaktpunkt. Ein Kontaktpunkt, ein Branchentreff, ein Ort der Meinungsbildung, das ist die Dresdner Abwassertagung geworden. Von daher sind wir hier in Dresden auch eine Plattform der Meinungsbildung geworden, aber ich will ganz ehrlich sein, ich bin mir sicher darin, dass das nicht nur dem guten Ruf der Stadtentwässerung geschuldet ist, sondern natürlich auch unsere wunderschöne Landeshauptstadt, die einfach eine Einladung in sich ist. Den Abschluss in diesem Jahr im Internationalen Kongresscenter Dresden bildete der Vortrag von Gerion Jörn. Auf amüsante Art und Weise referierte er zum Thema schwierige Gespräche mit positivem Abschluss, manchmal menschlicher als man denkt. Mit diesem Wissen mit Aha-Effekt blicken Teilnehmer und Organisatoren auf ein interessantes Fachprogramm im kommenden Jahr. Diskutiert wird darüber am 18. März 2015 bei der 17. Dresdner Abwassertagung.